herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Und ja, wir haben uns letztes Mal hier über die Brücke durchgeschlagen. Was war das gerade? Als wenn das Bild nicht hinterher kam. Hier haben wir nochmal eine Kugel. Malagiske. Was war das jetzt besser als... Moment. Massive TP-Verlust. Achso. Nee. Okay. Aber ich überlege, wir könnten eigentlich auch mal wieder die Kristallpunkte nochmal verteilen. Noch können wir genug sammeln, bis zu den einen richtigen fetten Boss, den wir ja schon mal hatten, wo es dann eine Erweiterung gibt. Ja, sie Augmentor. So, das. Ja, da ist Protest. Test. So, er sollte den Manipulator lernen. Ja, weit ist er auch nicht gekommen. Da seht ihr mal, dass 100.000 HP mittlerweile gar nichts sind. So, bei ihr, sie sollte auch den Augmentor, da hatte ich ja versehentlich hier angefangen. Aber sie sollte hier weitergehen. Weil sie ja zum Schluss, glaube ich, Hast damit bei hat. Oh nein! Kommt dann noch eine? Nee, noch eine. Vorder... Und noch eine. Boah, hier oben ist das Ende. Und hier haben wir Hest. Ah, das kann noch eine Weile dauern. Machen wir die auch mal gleich noch. Damit die Punkte weg sind. So, er sollte sich in dem Heiler... Ja, Vidra... Ja, jetzt schlucken die Dinger natürlich Punkte ohne Ende. Und glaubt mir nachher, wenn wieder erweitert wird, hier diese normalen. Bei ihm hatten wir auch den Heiler. Wieso haben wir bei ihm nicht? Na, ist egal. Hier machen wir auch den Heiler weiter, weil Snow werde ich sowieso wahrscheinlich gar nicht nehmen. Eventuell vielleicht für einen einzigen Kampf. So, und Vanille sollte doch bestimmt auch Augmentor lernen, ja. So, Segen. Das war's schon. Was kam hier jetzt? Prodeda. Okay. Dann haben wir das wieder mal erledigt. Dann kann es weitergehen. Über den Schrotthaufen hier rüber. So, hin und wieder zeige ich euch das mal mit dem Kristarium, aber nicht andauernd. Also weil das ja auch ist ja immer dasselbe, ne? Die Punkte verteilen und so. So, speichern wir hier nochmal ab. Jetzt kommt nämlich die letzte Esper. Und zwar von Vanille. Gegen der dürfen wir uns jetzt prügeln. Und ich glaube, ist jetzt scheißegal, ob wir das Paradigma... weil den Kampf macht, glaube ich, nur Feng und Vanille. Na, schauen wir mal. Ob wir den hinkriegen. Oder ob ich wieder versage.
Yeah, sure I do. They grew all over Eber. We can't be far now. It's my fault Grand Pulse ended up like this, isn't it? What? I remember everything. I became Ragnarok. I scarred Cocoon. And I left Grand Pulse in this mess. It was me. What are you talking about? It all came back to me. Ja, aber Neil will von all dem nichts wissen. Sie verdrängt das. Und dadurch wird jetzt ihre Esper aktiviert. Ist auch ein ganz fieser Gegner. Der macht, glaube ich, Erdzauber. Müssen wir nur schauen, was wir jetzt mit den beiden machen können. Erstmal draufkloppen, würde ich sagen. Nein, erstmal scannen. Nein, was mache ich denn? So, scannen. Ah, ist natürlich alles, unterwirft sich Gegnern, die Serienboni sammeln. Serienboni, ja. Davon haben wir ja genug. Noch brauchen wir ja keine Heilung. Weil er in Vendetta-Modus ist. Aber jetzt legt er los. Ah, er macht gut Schaden. Aua. Oh, wir sind fast tot. Wir sind fast tot. Jetzt brauchen wir Heilung. Los, Vanil, heil dich. Wieso heilt sie denn jetzt nur einzeln? Was haben wir hier noch? Machen wir mal den kurz. Oh mein Gott. Das meinte ich, man kommt hier überhaupt nicht zur Ruhe. Aber jetzt müssen wir ihn einmal mal ein bisschen mit Negativzeug beballern. Bevor er... So, jetzt gehen wir wieder in... Genesungswall müssen wir ja. Und die Zeit läuft auch ab, ey. Und jetzt geht er natürlich nur auf Fängen los. Machen wir einmal Heilung. Ja, noch einmal. So, jetzt aber wieder auf diesen hier. Müssen wir mal langsam höher kriegen. Wir dürfen nicht so viel Zeit mit den ganzen anderen Mist verbrauchen. Ich hoffe mal, ich schaffe das noch. Man kann sich natürlich hier auch Schilder von vorne ran setzen. So, jetzt müssen wir schon wieder auf Heilung, sonst ist Feng weg. Nehmen wir nochmal zwei große Heilungen und dann zurück auf Exterminator oder Extermination. Ach, jetzt tut er Vanille natürlich die ganze Zeit bearbeiten. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ne, sie ist gleich tot. Und die Zeit ist auch gleich um. Das schaffe ich beim ersten Mal nicht. Ne. Okay, probieren wir es nochmal. Ich bin am Überlegen. Augmento hatten wir ja jetzt nicht dabei.
Man muss also mehr drauf. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn... Egal, wir könnten natürlich uns vorher... diese beiden setzen. So, dann haben sie ein bisschen... So, jetzt die Frequenz, die Sequenz meine ich, nicht Frequenz, die Sequenz. Die haben wir ja schon gesehen. Und jetzt können wir erstmal... Ne, das lassen wir ruhig so. War schon okay. So, jetzt haben wir ein bisschen, jetzt haben wir Hast auch noch. So. Jetzt lassen wir das mal mit dem Scannen. Jetzt nehmen wir auch weniger Schaden. Ist natürlich viel leichter. Ich weiß aber, man schafft den auch so, ohne die Schilder. So, jetzt gehen wir mal kurz im Genesungswall. Kurz Heilung. Nochmal. Wieder zurück. Und weiter drauf. Jetzt läuft so viel besser. Das Dumme an ihm ist natürlich, dass er so massenweise austeilt, ne? Vielleicht sollte er ja noch ein bisschen ein bisschen Manipulator kriegen. So, das reicht. Ne, oder einmal können wir noch ein bisschen was Negatives aufknallen. Und jetzt gehen wir kurz im Genesungswall. Los, komm schon. Einmal müssen wir noch uns selber heilen. So, und jetzt drauf schwarten. Jetzt haben wir ihn gleich. So, jetzt haben wir ihn. Also benutzt zwei von den Dingern. Wir haben ja den Glücksbringerring, haben wir ja jetzt drin. Und da kriegt man ja hin und wieder von Gegnern auch diese Subsidien, heißen die, glaube ich. Hatte ich euch auch vergessen zu sagen. Der Glücksbringerring. Dass man da diese Subsidien kriegt. Jetzt hat sie auch endlich 5 ATP-Balken. Ich wusste, etwas war off. Ja, das war die letzte Espa. I couldn't figure it out, but then it all made sense after hearing that story from Reigns. You already knew. You knew Ragnarok was the name of destruction. It wasn't fair. You had to do all the horrible stuff. And I didn't have to do anything. That is no reason to lie to me. You think that's what I want? You of all people! Ach, die Kleine kann man doch gar nicht schlagen. Poor kid. You've had it rough. Fang. Listen. You're not alone anymore. Keep that up, and you'll have me crying soon. We have a new family now. We stick together, you hear me?
Ja, alte Gruppe haben wir jetzt wieder. So, ich weiß gar nicht, hatte ich da... Ich tue jetzt nochmal abspeichern, sicherheitshalber. Weil nicht, dass das Spiel irgendwie oder die PlayStation abkackt oder so. Ist zwar bei mir noch nie passiert. Aber man weiß ja nie. Kann ja immer das erste Mal sein. Ich will nämlich den Esper-Kampf nicht unbedingt nochmal machen müssen. So. Und dann geht's auch schon weiter. Und hört ihr hier was? Genau. Hier ist keine Musik, gar nichts. Total stiller Ort. Lass uns unsere Zelte hier aufschlagen. Hier bleiben wir eine Weile, schön ruhig. Aber die Musik fängt jetzt gleich wieder an. Da ist er. Yay, da vorne kämpfen Pudding gegen Roboter. Tja. Die gehen doch alle auf uns. Als erstes werden wir die Puddinger beseitigen. Ich dachte jetzt, sie kämpfen gegeneinander. Auf einmal sind sie gegen uns. So. Oh, wie schnell das ging. Und tschüss. So, Zündkerzen. Dann haben sie ja nicht mal eine Kugel. Was für eine Sauerei. Na gut. Gehen wir hier weiter. Ist auch nichts. Da in der Ecke ist auch nichts. Okay. Hier vielleicht was? Ne. Ah, ja, 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 ja. Erst den Reaktoren, dann der Robo. Was war das denn gerade? Hat der irgendwas geschossen oder so? Hat es sich gerade so angehört, als ob der irgendeine Kanone abgeschossen hätte. Bomber Asche, Bomber Seele. Seele gut, Asche schlecht. Pudding. Schwabbelschleim. Okay. Ah, da vorne müsste jetzt eigentlich... Ah, das ist die Stelle. Seht ihr da oben, der Juggernaut? Aber den müsst ihr jetzt nicht unbedingt. Da oben ist keine Kugel, kein gar nichts. Also den müsst ihr jetzt nicht unbedingt... Obwohl es natürlich... Dann gucken wir da drüben. Noch ein Juggernaut. Aber ein Schnitt bahnt sich wieder an bei mir hier.
Aber da kommen wir nicht rüber. Und da ist da... Da ist ein Riss in der Wand. Da geht's raus. Wir gehen mal schnell nach hier unten gucken. Da ist nämlich noch eine Kugel. Bevor wir einen Schnitt machen. Oder ich einen Schnitt mache. Teilchenbeschleuniger. Ja, das sind die, glaube ich, die im Shop 10.000 kosten. So. Ja, da können wir hoch. Aber weiter geht's dann hier. Da unten geht's dann weiter. Dann sage ich mal hier an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy 13. Und danke fürs Zuschauen.